Servus liebe Leute und damit herzlich willkommen zum nächsten Video am Rewards Donnerstag. Wir haben heute wieder ein paar Packs zu öffnen, haben auch die ein oder andere Challenge noch abgeschlossen und wir haben ein neues Team am Start für die nächste Weekend League bzw. fürs nächste Wochenende. Ich hoffe, ihr habt Bock, wir legen los. Let's go! Bevor wir loslegen mit den Rewards, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben auf dem Video da lasst, den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und die Glocke aktiviert, um in Zukunft auch keine Videos und Streams mehr zu verpassen. Am Wochenende geht es auf jeden Fall wieder rein in die Weekend League. Da werden wir mit einem ganz besonderen Team spielen, aber dazu gibt es am Ende vom Video mehr. Jetzt gehen wir allerdings erstmal rein in die Belohnungen bzw. alles, was um die Belohnungen außenrum noch so gibt. Ich habe nämlich zum einen hier ein paar Packs schon mal angespart aus Zielen zum einen, und zum anderen haben wir hier noch das Team of the Week Set, was ich heute noch öffnen werde. Das hat man bekommen, wenn man bis zum 9. Oktober schon FIFA 21 gespielt hat. Dann hat man hier dieses gratis Team of the Week Pack bekommen. Das werde ich diese Woche öffnen. Wir haben Thomas Müller drin, den hoffe ich natürlich zu ziehen. Für die Bayern Road to Glory wäre das auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir haben hier auch noch ein weiteres Ziel abgeschlossen. Und zwar ist das das gratis 50k-Pack aus den Vorlagen. Dafür musste man in 100 separaten Spielen eine Vorlage mindestens machen. Dafür gibt es auch nochmal ein 50k-Set. Das nehmen wir auch auf jeden Fall gerne mit. Im ersten 50k-Pack, für die, die sich noch dran erinnern, war ja bei mir Timo Werner drin. Also es war schon ein richtig geiles Pack eigentlich. Wir haben noch zwei weitere Challenges, die wir abschließen müssen. Ich hoffe, dass ich die bis nächste Woche fertig bekomme. Und zwar sind es die 500 Vorlagen mit einem 85er Team. Da habe ich jetzt aktuell 140 von 500. Da müssen wir noch ein paar Spiele in Squad Battles machen auf Anfänger. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Gleiches gilt für die Abschlussherausforderung, wo wir 500 Tore mit dem 85er Gesamtteam schießen müssen. Auch da 144, drei mehr glaube ich als Vorlagen, also da muss ich auch noch schauen, dass ich da hinkomme. Auf die 500 ist natürlich eine ganze Menge an Spielen, die wir da machen müssen, weil man ungefähr so 30 bis 40 Tore immer in einem Spiel macht. Also sind dann schon mal mindestens so 14, 15 Spiele, die wir da absolvieren müssen. Aber für 200k-Packs lohnt sich das, denke ich, auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir allerdings erstmal rein in die Belohnungen, und zwar Division Rivals und Foot Champions. Der ein oder andere war ja sicherlich am Samstag, Freitag ist ja ausgefallen, die Weekend League, am Samstag im Stream dabei, wo wir mit Bayern 2 den Weekend League Start gestreamt haben, die ersten 5 Spiele. Und der ein oder andere weiß sicherlich auch, dass es gründlich in die Hose gegangen ist. Wir haben jedes Spiel verloren, das ein oder andere zwar knapp, aber ich habe danach nur noch ein paar Spiele gemacht, also bin nur auf Bronze 2 noch hochgegangen. Es sind, glaube ich, 4 Siege gewesen, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ne, es waren, glaube ich, nur 2 oder so. Ja, ich habe nicht viele Spiele mehr gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur mit 2 mit meinem normalen Team noch geholt. Und ja, die Belohnung als für Champions streichen wir mal ganz schnell. Und die interessieren uns auch nicht sonderlich. Wichtiger sind nämlich die Rivals-Belohnungen, und da habe ich nochmal richtig reingegrindet und wir haben uns hier den Rang 1 nämlich noch sichern können. Dadurch, dass ich nicht alle Spiele gemacht habe in Foot Champions, konnte ich mich noch auf Rang 1 hochpushen in Division Rivals, was natürlich auch Vorteile hat, weil hier kriegen wir richtig geile Packs, nämlich ein 35k-Set, ein 50k-Set, ein 45k-Pack und nochmal ein paar Foot Champions-Punkte. Ich habe sogar überlegt kurzzeitig, ob ich die vielleicht als untradable nehmen soll, für bestimmte SBCs und so weiter. Wäre das sicherlich nicht schlecht, aber ich will heute, glaube ich, nochmal die tradable Packs nehmen, einfach weil ich einfach ein paar Coins generieren will und hoffe, dass ich dann nochmal ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Coins auf die Kasse bekomme, damit wir in Zukunft auch nochmal ein paar geilere Teams aufbauen können für die nächsten Challenges in der Weekend League. Die nächste steht auf jeden Fall schon an, Teams auch schon fertig. Das werdet ihr gleich noch sehen. So, jetzt würde ich aber erstmal sagen, nehmen wir hier die Rang 1 Packs mit aus Division Rivals. Und das hat auch gerade so hingehauen mit meinen Spielen, dass ich mir Rang 1 sichern konnte. Also es hätten nicht ich mehr Spiele in Foot Champions sein dürfen. Sonst hätte ich es nicht mehr geschafft in Rang 1. Es war, glaube ich, 300 Punkte oder so, die ich mehr hatte, als ich gebraucht hätte für Rang 1. Von daher würde ich sagen,
gehen wir in die Packs rein und schauen mal, was uns da so erwartet. Es sind auf jeden Fall ein paar geile Packs am Start. Ich denke mal, 8 Sets, da könnten wir schon mal einen Walkout zumindest mal rausziehen. Wir haben natürlich auch hier 2 normale Gold-Packs am Start. Da erwarte ich jetzt ehrlich gesagt mal nicht so viel draus. Wir schauen es natürlich trotzdem an. Erstes Pack ist auf jeden Fall mal keine Leinwand. Wir haben LF Sinisterra 75er. Okay, der wird absolut nichts wert sein. Gut, dann kommen wir zum nächsten Pack. Nächstes 7,5K-Set. Let's go. Am meisten gespannt bin ich eigentlich aufs Team of the Week Set, muss ich sagen. Da könnte sicherlich was Geiles drin sein. Es sind ja ein paar gute Spieler auch im Team of the Week. Wir ziehen hier Bellarabi, den ich aktuell in meinem alten Hauptteam gespielt habe. Wir haben jetzt das Team umgebaut und spielen jetzt mit einem anderen Team in nächster Zeit. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, was ihr zu dem Team sagen werdet. Lasst mich dann gerne mal eure Meinung in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf die nächste Challenge. Ich habe auf diese Challenge, muss ich sagen, auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Es wird sicherlich geil und es wird auch deutlich leichter sein, damit Siege zu holen, weil es ist ein sehr, sehr starkes Team. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Und nächstes Pack wird wieder keine Leinwand. Es wird Madison 81 von Leicester City. Prime Goldspieler sein. Ich würde sagen, das. Nein, wir machen erstmal das Mega-Pack auf. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie heute im 45k-Pack mal was kommt. Normalerweise kommt ja nie was. Aber vielleicht heute. So, mal schauen, was wir hier haben. Hier geht's auch nicht ins Stadion im 35k-Pack. Wir haben Fabianski 81. Okay. Bisher sehr, sehr dürftig, die Rewards. Wir haben Rafinha von PSG am Start. Wir haben David Luiz. Das ist okay. Gut, Fabianski, ist der was wert? Ich glaube nicht, oder? Ne, 850 hier Mindestpreis, okay. Dann stoßen wir die ab und gehen weiter zum Prime Goldspieler Pack. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das gelohnt hat, dass wir das hier so lange. Ich hatte da ein gutes Gefühl, aber es sieht zumindest nicht nach einem guten Spieler aus. Spanien, ZM, das dürfte. Oh, das ist Thiago, nice. Thiago ist nicht schlecht, Thiago ist nice. 85, Premier League, der dürfte doch ein bisschen was wert sein, zumal er jetzt noch lange Zeit ein Once to Watch war. Und wir haben einen Robben, die alte Legende, auch wieder am Start. Okay, er ist ja nicht mehr ganz viel wert. 10.000, okay, nehmen wir natürlich trotzdem mit. Ich glaube, den behalte ich erstmal. 85er werden, denke ich, noch steigen in naher Zukunft. Deswegen nehmen wir den mit. Einen Robben, den kann ich natürlich nicht abstoßen, es geht einfach nicht, deswegen stellen wir den hier einfach mal sehr, sehr günstig drauf und kommen auch schon zu den 50k-Packs. Da warte ich jetzt mal ein bisschen was draus, vielleicht den ersten Walkout heute. Komm schon, ein Walkout muss doch eigentlich drin sein, oder? Ein Walkout müsste doch drin sein aus den 50k-Packs. England, wir haben Innenverteidiger, Rangers, okay, das ist ein Inform, das ist Goldson, alles klar, 79er Inform, ja, ist jetzt nicht so übertrieben krank. Was haben wir dahinter? Oh, let's go, let's go, holy shit, das ist mega, mega nice. Und das ist das untauschbare Pack, das ist das untauschbare 50k-Pack, wie schon mit Timo Werner. Gönnt uns das untauschbare Pack wieder eine kranke Karte. Und diesmal ist es Ben Yedda. Den werde ich mir erstmal auf die Bank packen, weil im neuen Team hat er natürlich noch keinen Platz. Aber für das nächste Wochenende, boah, das ist schon mal sehr, sehr nice. Ben Yedda Kramaric, richtig, richtig nice. Let's go. Und jetzt kommen wir zum 50k-Pack aus der aus den Rivals Belohnungen. Da hoffe ich jetzt natürlich auch nochmal auf eine geile Karte, die wir verkaufen können. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, let's go. Kein Walkout. Oh, das wird nix. Das wird Ramsey. Oh Gott, oh Gott. Ja, hätte es nicht umgekehrt sein können? Hätte das nicht unser Untradable Pack sein können? Ja, es ist immer so, ne? Die Untradable Packs sind meistens besser als die Tradable Sets, leider. Na gut, aber damit müssen wir jetzt klarkommen. Das kann man leider nicht ändern. Aber wir haben noch ein Team of the Week Pack am Start.
Vielleicht kommt hier was Geiles raus. Ein Timo Werner, den wir ja schon haben. Und noch ein paar andere Karten sind natürlich auch am Start, die wir vielleicht irgendwann mal gebrauchen können. Wir machen es einfach mal auf. Ich würde mich natürlich am meisten hier freuen jetzt über Thomas Müller. Aber es wird kein Walkout und damit können wir das Ganze auch schon abhaken. Es wird nämlich gar nichts. Es wird Stürmer Schweiz und das ist Gavranovic mit einer 76. Ja, moin. Alles gut, alles klar. Damit können wir absolut gar nichts anfangen, leider. Schade, schade. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber gut, können wir vielleicht irgendwann in der SBC stecken. Gut, und damit würde ich sagen, wir haben die Rewards durch. Wir schauen uns jetzt mal das Team an. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, wir schauen uns einfach mal an. So, und damit stelle ich euch das Team vor für die kommende Weekend League, mein neues Challenge-Team. Und die neue Challenge wird sein, wir werden mit einem Team mit möglichst vielen Skillern antreten, nämlich mit 7 5-Sterne-Skillern an der Zahl. Das wird die neue Challenge sein, die wir für dieses Wochenende machen werden. Wir werden ein komplettes Skill-Team hier am Start haben. 7 5-Sterne-Skiller, einen 4-Sterne-Skiller haben wir noch dabei. Und drei, die weniger als drei Sterne, drei oder weniger Sterne Skills haben. Also ein richtig heftiges Skill-Team. Ich habe auf jeden Fall schon richtig, richtig Bock. Ich werde es euch mal zeigen, das Team. Ich habe auf jeden Fall so Bock, mit dem Team zu spielen. Das ist echt nice. Ich habe die letzten Tage und Wochen immer schon sehr, sehr viel geskillt mit meinen Teams. Und es macht mir so viel Spaß, wieder so zu spielen, wie man das oder wie ich das früher immer gemacht habe. Da konnte man richtig gut tricksen in den alten FIFA-Teilen. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, geht es auch wieder richtig gut. Deswegen habe ich da wieder richtig viel Spaß dran gefunden. Und deswegen habe ich mir gedacht, bauen wir uns wieder so ein Team, mit dem wir das richtig gut machen können. So, wir haben jetzt hier schon mal in der Abwehr die ersten 2 5-Sterne-Skiller, nämlich einmal den guten alten Marcelo. Ich habe ja auch schon auf die Champions League-Version gesetzt, weil die einfach ein bisschen besser aussehen als die Goldkarten. Cuadrado ist der andere 5-Sterne-Skiller in der Verteidigung. Zwei sehr, sehr nice Rechtsverteidiger, würde ich sagen. Sind natürlich nicht so defensiv stark beide, aber unser Drang ist hier mit dem Team sowieso eher nach vorne. Wir wollen nach vorne Action machen. Und unsere Innenverteidigung ist, denke ich, ganz stabil mit De Ligt und mit Militao und im Tor Szczęsny haben wir, denke ich, auch gut vorgesorgt. Im Mittelfeld geht es auf jeden Fall weiter mit unserem einzigen 4-Sterne-Skiller in dem Team. Und zwar ist das Deco. Den haben wir hier am Start für 219.000 Münzen gekauft. Ist jetzt sicherlich nicht die gefragteste Icon, aber hat ganz solide Allround-Werte für einen ZM, ist natürlich auch nicht der defensiv stärkste, aber ich denke mal, das Team, wir werden sowieso eher nach offensiv gehen und da ist das Motto, mehr Tore schießen als der Gegner und die Defensive wird da sicherlich ein bisschen zu kurz kommen. Ich bin mal gespannt, wie sich das Team trotzdem spielen lässt, aber ich wollte Deco einfach mal ausprobieren, weil ich denke, der wird nicht so oft gespielt, vielleicht kann man da auch mal ein kleines Fazit ziehen und vielleicht den einen oder anderen sogar weiterempfehlen. Gut, unser linker ZM ist ebenfalls ein offensiver Mittelfeldspieler und zwar ist es Coutinho. Da ist fast ein bisschen ein kleiner Throwback für mich Richtung FIFA 12, wo ich Felipe Coutinho damals noch als Silberkarte, als ZDM gespielt habe. Damals war er richtig heftig, damals mit 4-Sterne-Skills, noch dieses Jahr hat er ja 5-Sterne-Skills. Und ja, es wird so ein kleiner Throwback sein in die damalige Zeit. Damals habe ich ihn neben Ibabo auf der 6 gespielt. Legendäre Zeiten gibt es sogar noch als Video auf meinem Kanal von ganz, ganz früher. Aber ja, das wird unsere Doppel-6 sein, beziehungsweise unsere Doppel-8, Coutinho und Deco. Und wir machen weiter auf dem rechten Flügel. Da geht's jetzt nach Portugal. Wir brauchen nämlich Deco auch, um ein bisschen für Chemie im Team zu sorgen. Und zwar ist unser rechter Flügel Gelson Martins mit 5-Stern-Skills. Auch eine sehr, sehr gute Karte, wie ich finde. Der hat auch hohe Verteidigungsarbeitsrate, also wird die Abwehr vielleicht ein bisschen mit unterstützen. Kostet auch nur 800 Coins, hat 94 Pace. Und ja, Schusswerte sind natürlich jetzt nicht so krass. Die versuchen wir mit dem Chemistry Style mal ein bisschen zu boosten. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Auf der linken Seite haben wir David Neres von Ajax Amsterdam. Auch er mit 5 Sternen Skills, 3 Sternen Weakfoot. Linksfuß, auch er nicht so sonderlich stark im Schuss.
Bereich, aber auch sehr, sehr schnell unterwegs und auch eine richtig günstige Karte. Also ja, ich freue mich auf jeden Fall, mit diesen ganzen 5-Sterne-Skillern zu spielen. Habe ich schon sehr, sehr viel Bock drauf. Unsere Doppelspitze sind zwei, die ich hier noch als Mittelstürmer habe. Und zwar ist es zum einen Memphis Depay geholt für 85.000. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Jetzt durch das Video aufnehmen kostet er schon 122.000. Also da habe ich vorhin einen richtig guten Zeitpunkt zum Einkaufen erwischt, richtig guten Deal gemacht. Ist es sehr, sehr nice. Sehr geile Karte. Guter Schuss, gute Physis, gutes Tempo und natürlich die 5-Sterne-Skills am Start und sein Sturmkollege. Ihr könnt euch vielleicht schon ableiten davon, dass ich einen Ajax-Spieler auf der linken Seite habe und ihr gerade vielleicht schon Promes gesehen habt. Hier ist er nämlich, Quincy Promes, den ich auch schon in meinem letzten Team hatte, den ich übertrieben krass finde dieses Jahr. Ich zeige euch mal meine Statistik mit ihm. Das ist alles aus Rivals und die paar Foot Champions-Spiele, die ich gemacht habe. Ich habe mit dem noch nicht in Squad Battles oder ähnliches gespielt. Alles hier aus Rivals. Und ja, was soll man sagen? 79 Spiele, 103 Tore und 42 Vorlagen. Der Typ ist einfach nur heftig. Und ja, ich habe so Bock, den im Sturm jetzt zu spielen mit Depay zusammen. Ich kann es nur wiederholen, ey. Ich freue mich riesig, mit diesem Team zu spielen. Ich hoffe, es wird geil. Ich hoffe, ihr seid dann auch am Start, wenn wir mit der Weekend League beginnen am morgigen Freitag. Ich denke mal, wir werden uns dann wiedersehen. Würde mich freuen, wenn ihr dann den Stream einschaltet. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Team haltet. Und natürlich auch gerne, was ihr in den Rewards hattet, falls ihr Foot Champions Rewards hattet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, euer Jules. Haut rein!